Heute ist der 3. Dezember 2019. Herzlich willkommen beim Retrobasis Adventskalender. Heute öffnen wir das dritte Türchen. Dahinter befindet sich das Spiel Renegade, ein Port für den Amstrad CPC bzw. Schneider CPC in Deutschland. Und das Spiel gibt es auf verschiedene Systeme. Ich glaube auch auf dem C64. Damals hatte ich das Spiel nicht. Ich habe es sicherlich gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich die C64-Version mal gezeigt habe hier im Retrobeat. Aber heute, am 3. Dezember, schauen wir mal, was uns die Amstrad CPC-Version hier so zeigen wird. Das Spiel ist aus dem Hause Taito Imagine Software aus dem Jahr 1987. Also noch, ja, gute Mitte 80er Jahre. Wir werden das erste Spiel mal nur mit den Soundeffekten spielen. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Das Spiel spielen wir hier klassischerweise mit Tastatur. Ich quäle mich hier unheimlich gerne und schauen wir mal, wo hier die Action so abgeht. Ich bin schon ganz nervös. Wir sind der Blaue mit der coolen Hose. Wollen wir mal ein bisschen was prügeln hier. Na, komm mal her. Der flieht. Na, komm. So, einer ist schon mal am Boden. Ah, hier der Zwillingsbruder, der ist genauso. Haben die Angst vor mir? Warum haut denn der ab? Okay. Schauen wir uns mal hier den Schlägertyp an. Jawohl. Wow, 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 wow. Das hat aber... Oh, jetzt habe ich aber auch mal ein paar auf die Nüsse bekommen. Oh, das tut aber weh. Leute, doch nicht mit diesem Schlagstock hier immer. Ja, schlagt euch mal gegenseitig. So ist es. So, und dann bewegen wir uns mal wieder weg hier. Na, der kommt nicht so... Jetzt hält er mich wieder fest. Aber das hätte sie ja wohl so gedacht. Was ist mit den Soundeffekten los? Uah. So, und weiter geht's. Na komm, komm. Ja, hier die in grünen Hosen. Das sind die typischen Feiglinge. Die halten mich immer die... einen auf Abstand. So, voll von hinten in die... zwischen die 12. Ja, hat er mich doch noch erwischt. So, Lust, da noch ein Boss. Boss? Was für ein Boss? Oh Mann, das ist ja ein Tastaturgekloppe, Leute. Ja, wie gesagt, ein Spiel zum Prügeln. Die grünen Hosen, die trauen sich immer nur. Jetzt kriegst du mal echt ein paar... Aua, aua, mit der Eisenstange in den Rücken rein. Aber, jawoll. In die 12. Na kommt, na los, kommt, kommt. Der schleißt sich wieder von hinten an, der Drecksack. Ich wusste es, immer wieder. Ja, in den Kinnhaken rein, so muss es sein. Jetzt habe ich ihn am Haken. Sehr gut. Eigentlich soll man sich ein bisschen bewegen beim Spiel, zumindest dachte ich das immer. Ach, mit Space muss ich ja nach unten. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Das ist eigentlich ein 3, ich meine ein 3. Jawoll. Komm, komm, komm mit dem Stäbchen. Komm, komm. Ja, super. Boah. Leute. Na, komm. Der Boss muss... Oh, jetzt bin ich kaputt. Kaputt. Boah, ist echt ganz schön schwer. Oh, nee, nee, nicht mal... Warum fangen wir eigentlich mal von vorne an hier? Das ist ziemlich ätzend. So, neue Taktik. So, mein Freund. Wir wenden uns jetzt mal hier diesen... Den Baseballschläger mal vorknüpfen. Boah. Da hat man auch... Aua, jetzt haut er schon wieder von hinten rein. Dieser blöde Drecksack. Ja gut, bei dreimal ging die Faust. Ja, da hat man keine Chance. Da muss man wirklich, wirklich wegbegeben. Ja, haut euch mal gegenseitig. Genau. Jetzt kriegst du mal hier eine richtig in die Fresse. Entschuldigung, in das Gesicht. Ich glaube, der geht schon wieder hier. Na komm, komm.
Na komm. Wie viel halten die denn aus? Ja, da sitzt ja schon wieder der mit dem Baseballschläger. Was? Warum grinst der so dämlich, diese blöde Gesicht hier? Na komm, komm. Na, die hauen doch immer ab, ey. Das ist doch zum Kotzen. Ja, ich falle aber auch immer wieder darauf rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war's schon. Das war's schon. Und jetzt machen wir einmal mit Musik. Vielleicht ist das für euch ein bisschen spannender. Das ist unglaublich. Der haut immer genau dann ab, wenn ich hier... Hat er mich jetzt geschubst? Oder bin ich jetzt runtergefallen? Wahrscheinlich runtergefallen. So, die greifen auch überhaupt nicht an, die Blauen, ne? Die Grünen. So. Die kommen nicht. Das ist taktisch echt Wahnsinn. Das ist unglaublich. Nicht schlecht programmiert. Das ist ja... Ich hab doch eben gedrückt. Jawohl. Jetzt kriegst du hier. Komm zum Papa. Die kommen nicht, ne? Da haut er mit dem Baseballschläger oder mit dem Eisenstange, habe ich keine Chance. Ey, ich stehe da noch nicht mehr auf, dann kommt er schon mit der blöden Stange da an. Komm doch mal näher. Boah. Da, ich habe doch schon längst gedrückt nach hinten, dann... Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Ja, Leute, warum ist das so beliebt, das Spiel? Verstehe ich gar nicht. Wahrscheinlich spiele ich das falsch. Ich hab doch schon gedrückt, warum reagierte denn nicht dieser Blöde? Da kommt der mit der... Das ist kein Spiel für Weihnachten, Leute. Warum ist das in diese Auswahl gekommen? Da stelle ich mir wirklich die Frage... Komm mal, da hast du doch keine Chance. Du stehst noch nicht mehr auf und kriegst die Eisenstange an den Kopf, ey. Bitte, Leute. Das ist doch kein schönes Spiel. Kein schönes Spiel. Der 3. Dezember. Das war das dritte Türchen mit Renegade auf dem Schneider CPC. Das sorgt auf jeden Fall für Weihnachtsunruhe. Ich hoffe, ihr seid morgen dabei beim vierten Türchen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Zumindest, wir haben uns das mal angesehen, Renegade. Ich denke, das werde ich nicht nochmal reinlegen. Aber auf jeden Fall, was machen denn da für Geräusche? Sind es die Muskeln, die da so... angespannt werden im Hintergrund. Danke fürs Zusehen hier bei Renegade auf dem CPC. Dann sehen wir uns morgen zum vierten Türchen. Macht's gut, euer Perudo. Tschüss.